Ja, meine Lieben, und willkommen auf meinem leckeren Kanal. Heute koche ich Hähnchen Chop Suey mit verschiedenen Gemüsen. Allerdings ist Chop Suey kein traditionell chinesisches Gericht, sondern das wurde irgendwann mal von einem Chinesen in den USA erfunden. Trotzdem erfreut sich dieses Gericht auch hier größter Beliebtheit. Daher zeige ich euch heute, wie ich mein Hähnchen Chop Suey zubereite. Ich habe schon alles vorbereitet, alles gewaschen und klein geschnitten. Übrigens an dieser Stelle, Chop Suey bedeutet wortwörtlich übersetzt kleingeschnittenes. Also, ich habe hier 400 Gramm Hähnchenfleisch, dann ganz viel unterschiedliche Sorten Gemüse, wie Bohnen, Karotten, Brokkoli, Paprika, Champignons, Zucchini, Mungobohnensprossen und Moorpilze. Diese müsst ihr natürlich zuerst mit heißem Wasser übergießen, circa 10 Minuten ziehen lassen, damit sie aufgehen und richtig weich werden. Dann brauchen wir noch etwas Knoblauch und Lauchzwiebeln. Ich werde hier keine genauen Mengenangaben machen, weil je nachdem wie viel verschiedene Gemüsesorten ihr habt, desto mehr oder weniger nehmt ihr für jede Sorte. Bei mir ist es immer so viel, dass es in eine Pfanne reinpasst. Das Gemüse habe ich je nach Garzeit auf zwei Teller aufgeteilt. Denn manches braucht ein bisschen länger, also kommen sie zuerst in die Pfanne und das andere eben einen Tick später. Von den Gemüsesorten her könnt ihr natürlich variieren. Es muss auch nicht gleich so viel Sorten sein, halt je nachdem, was ihr so mögt. So, dann legen wir los und machen zuerst eine einfache Marinade fürs Fleisch. Dafür braucht ihr etwa halben Teelöffel Salz, etwas Pfeffer, ein wenig von dem Knoblauch, ein Esslöffel helle Sojasauce und einen Teelöffel Speisestärke. Das alles einmal gut vermischen und ein bisschen ziehen lassen. In der Zeit bereiten wir auch die Soße vor. Dafür nehmt ihr einen halben Teelöffel Salz, Pfeffer, einen Esslöffel helle Sojasauce, 2 Esslöffel dunkle Sojasauce, 1 Esslöffel chinesischer Reiswein, 1 Esslöffel Austernsoße, einen gehäuften Teelöffel brauner Zucker, einen Teelöffel Gemüsebrühe. Es gibt Gemüsebrühe sowohl mit Geschmacksverstärker als auch ohne Geschmacksverstärker. Dann noch optional einen halben Teelöffel Sambal Oleg. Und zu guter Letzt 2 Teelöffel Speisestärke, die ihr zuerst in einem halben Glas kaltem Wasser auflöst und dann dazu gibt. Zum Schluss alles gut miteinander verrühren. Dann fangen wir zuerst damit an, das Hähnchenfleisch anzubraten, bis es wirklich gut durch ist. Bei Hähnchenfleisch besonders wichtig. Danach gebe ich das auf einen Teller und stelle es kurz zur Seite. Nun wieder etwas Öl in die Pfanne, zuerst Knoblauch und Lauchzwiebel reingeben, kurz anschwitzen und dann den ersten Teller Gemüse dazugeben. Anbraten und ein wenig Wasser hinzufügen, damit es schneller gabe. Dann jetzt auch den zweiten Teller, davon erstmal nur die Champignons und die Zucchini. Wieder etwas Wasser. Ihr könnt auch den Deckel drauflegen und für eine Weile köcheln lassen, bis es den für euch perfekten Garpunkt erreicht hat. Denn manche mögen es ganz knackig, ich mag es eher ein bisschen weicher und durchgekochter, aber das könnt ihr eben schauen und entscheiden, wie lange ihr es köcheln lässt. Nun könnt ihr auch als letztes die Mungobohnensprossen und Moorpilze dazugeben, denn die brauchen nicht so lange zu kochen. Zum Schluss dann noch unsere vorbereitete Soße reinkippen, alles gut umrühren und aufkochen lassen, dann wird die Soße auch dickflüssig. Zu guter Letzt noch das Hähnchenfleisch dazugeben und unser leckere Chop Suey Gericht ist fertig. Mmm, yum yum.
Das könnt ihr dann schön auf einem Teller anrichten und mit etwas Reis servieren. Guten Appetit! Ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Wir sehen uns dann ganz bald wieder. Ciao!